Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Mike Herfurth und du bist bei Mike Herfurth Fotografie. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, hier ist der Mike. Ich grüße euch ganz herzlich aus Irland heute beim zweiten Tag unserer Fototour. Wir sind am Dienstag gelandet, heute ist Donnerstag. Dienstagabend waren wir hier, sind in Shannon gelandet mit dem Flugzeug und haben da uns so ein bisschen die Gegend angeschaut. Limerick zum Beispiel war ganz nett. Fand ich jetzt fototechnisch aber nicht so mega toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag eher so die ruhigeren Gegenden, wo man tolle Fotos machen kann. Und deswegen bin ich heute hier in Kinvara. Hier ist auch unsere Unterkunft für die nächsten drei Nächte sind es noch bis Samstag und dann reisen wir wieder ab. Das heißt, in Kinvara gibt es eigentlich auch nicht wirklich viel zu sehen, bin ich ehrlich. Aber es ist ein kleines, niedliches Fischerdörfchen. Das heißt, wenn ihr hier mal durchfahrt am White Atlantic Way in Irland, dann kann ich euch wirklich ans Herz legen, hier mal anzuhalten. Und zwar gibt es hier das Dungellore Castle, das ist hier hinter mir. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Das ist auf jeden Fall heute mein Zielmotiv, heute früh. Es ist ja gerade mal kurz vor vier. Ab und an fallen jetzt hier schon langsam ein paar Autos entgegen oder lang. Hier oben ist eine Kuh, die frisst gerade ganz gemütlich was. Ansonsten ist hier eigentlich nicht wirklich viel los. Natürlich ist es noch sehr, sehr früh, gar keine Frage, deswegen auch wenig los. Ja, da kommt gerade ein Auto. So, die Irländer fahren auf jeden Fall sehr schnell. Auch auf engen Straßen. Kurz zurück zum Zielfoto. Das ist heute mein Zielfoto. Und zwar möchte ich ganz gerne zwei Möglichkeiten ausprobieren. Die erste Möglichkeit ist eine Langzeitbelichtung bei Nacht. Was wir jetzt hier haben, ist drumherum ein paar Straßenlaternen. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr reinspielt. Die Burg dürfte eigentlich nachher perfekt ausgeleuchtet sein. Das heißt, wenn ich ungefähr 60 Sekunden lang belichten lasse, dann müssten die Sterne auch gut hervorkommen. Weil gestern war es wirklich extrem schlechtes Wetter. Wir waren gestern bei den Cliffs of Moher und beim Looping Head. Das ist so ein Leuchtturm, den kann man besuchen. Das war wirklich mega windig und es war zum Fotografieren einfach echt richtig ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat keinen Spaß gemacht. Dennoch habe ich hoffentlich ein paar gute Fotos dabei bekommen. Dennoch ist das heute mein Zielfoto. Also ich möchte als erstes erstmal die Burg fotografieren. Hier ist der Atlantik direkt hinter mir. Hier geht es eine Klippe runter, eine kleine. Und dann ist mein Ziel, dass das Wasser nachher schön glatt gezogen ist, dass man die Sterne schön sehen kann und vor allem, dass es nachher einen so schön bläulich-lilanen Himmel geben soll, ein Stück weit zumindest. Das heißt, wenn du das nachmachen möchtest, kannst du auch gerne zu Hause machen, ist völlig egal. Wenn du Wasser in der Nähe hast, Flüsse, Seen, das Meer, egal, dann geh einfach mal nachts los. Kauf dir auf jeden Fall einen sogenannten Fernauslöser, das ist so ein Teil hier. Das kannst du dir ganz günstig kaufen. Ich glaube, ich habe 30 Euro dafür bezahlt. Macht auf jeden Fall Sinn, weil wenn du länger als 30 Sekunden lang belichten möchtest, dann empfehle ich dir das Teil auf jeden Fall. Weil die Kamera soll natürlich wie jetzt hier auch auf einem Stativ stehen. Das tut sie natürlich. Ich habe sie ausgerichtet oder werde sie gleich ausrichten. Als Objektiv nutze ich meinen Samyang 12 mm Weitwinkelobjektiv. Das heißt, ich möchte die Bucht möglichst weit rauf bekommen und natürlich auch viel vom Himmel nachher sehen können. Und ja. Stell deine Kamera dann, wenn du nachts fotografierst, auf den Modus M. ISO habe ich auf 100 gestellt. Dann habe ich den Fokus natürlich auf breit gestellt. Du kannst aber auch die Burg als Fokus nehmen, wobei es keinen Sinn macht in meinen Augen, weil du willst ja im Endeffekt auch alles nachher schön scharf bekommen. Und wenn das nachher so ausgefranst aussieht, das Wasser, dann ist es auch nicht so schön. Also stell den Fokus auf breites Feld. Und dann, genau, M-Modus hatte ich schon gesagt, dann lange belichten vor allem, das kannst du denn hier mitmachen. Da stellst du einfach auf Bulb ein, das kannst du bei deiner Kamera auch machen. Ich fotografiere oder filme jetzt hier auch gerade mit der Sony Alpha 6000. Also einfach so lange drehen das Rädchen, bis du auf den Modus Bulb kommst, B-U-L-B. Ja, und dann geht es im Grunde auch schon los. Fernauslöse anstellen, einmal draufdrücken, dann kannst du die Uhrzeit hier mit anschauen, 60 Sekunden lang belichten lassen und dann wartest du einfach so lange, bis die Zeit abgelaufen ist, drückst wieder drauf und dann löst die Kamera einmal aus. Dann dauert es einen Moment, bis sie das Bild zusammengefügt hat und dann müsste eigentlich ein cooles Zielfoto rauskommen.
Genau, das soll es erstmal gewesen sein. Also Zielfoto, Nachtfotografie, danach, die Sonne geht ungefähr um 6 Uhr, keine Ahnung, auf, muss ich nochmal gucken. Dazu nutze ich eine kostenfreie App, kann ich euch auch empfehlen, ich muss mal selber schauen, wie sie gerade heißt. Diese App nennt sich Sun Surveyor. Und zwar könnt ihr da euren Ort einstellen und könnt ganz genau gucken, wann dann wo die Sonne aufgeht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt hier, gut, ich weiß, ich stehe Richtung Westen. Also ich schaue mal nachher, wie das mit dem Licht aussieht, wo sie aufgeht und wie das nachher mit dem Wasser aussieht. Also ich hoffe mir, dass es ein cooles Licht ergeben wird. Aber das kannst du mit dieser App auf jeden Fall mal kontrollieren und mal ausprobieren. Ist völlig kostenfrei. Okay. Ich baue mich jetzt hier erstmal auf, mache noch ein paar coole Bilder. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich einfach gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail oder folge mir bei Facebook oder bei Instagram. Ich würde mich freuen, wenn dir meine Fotos gefallen. Ansonsten machen wir uns nachher nach dem Frühstück entspannt und nach meinem ersten Kaffee dann auf den Weg weiter Richtung Norden und um einige Sehenswürdigkeiten noch abzuklappern. Also bis bald, euer Mike von Mike Herford Fotografie. So, da bin ich wieder nach guten 3 Stunden, wie ihr sehen könnt. Die Sonne ist langsam aufgegangen oder geht langsam auf. Die Autofahrer werden hier auch immer mehr. Es wird also nicht mehr so schön idyllisch sein die nächsten Minuten. Ich werde jetzt noch 2, 3 Fotos machen und werde mich dann auch verabschieden von diesem Spot. Es war sehr cool, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt geht die Sonne langsam auf. Die blaue Stunde ist jetzt gleich vorbei. Und jetzt mache ich gleich nochmal ein paar schöne Fotos von dem Castle, von der Burg, wie es so im Sonnenaufgang beleuchtet wird. Und es war sehr spannend. Ich bin auch endlich noch ein bisschen müde jetzt. Freue mich auf meinen ersten Kaffee und erstmal ein Frühstück und dann auf die nächsten und neuen Sehenswürdigkeiten für den heutigen Tag. Also ich hoffe, euch gefallen die Bilder und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten bis bald, euer Mike. Tschüss.